Ja, hallo und herzlich willkommen zu diesem kurzen Video. Mein Name ist Thomas Klein von Klein Marketing Consulting. In meinem Kanal geht es hauptsächlich um Neukundengewinnung, Positionierung und Skalierung mit System, Automatisierung, Helferlines, Tools, Software, you name it, Marketing- und Vertriebsstrategien. Den kompletten Prozess vom Erstkontakt, Cold Call, kalter Lead, warmer Lead, bis hin zum Qualified Lead, qualifizierten Neukunden und Zahlen, bezahlenden Kunden und Bestandskundenpflege. Wie erhöhe ich meinen Customer Lifetime Value? Ich möchte hier mal aus meinem Blickwinkel zu ein paar Dingen hier mein Bestes geben, was den deutschen Markt betrifft. Ich war jetzt gerade auch sehr häufig im Ausland und habe auch mit vielen Kontakten aus dem Ausland gesprochen, Softwareentwicklern und so weiter, die schon ja, mehr, teilweise bis zu 10 Jahre Erfahrung haben im Geschäft als Softwareentwickler in, sagen wir mal, Orten wie Dubai, ja, und andere osteuropäische und auch asiatische Länder. Und da habe ich so unterschiedliche Meinungen gehört, ja, ganz unterschiedliche Meinungen. Manche sagen, ja, Deutschland ist ein sehr skeptisches Land, da wird sehr viel prokrastiniert. Andere sagen wieder, das ist absolut juicy, total juicy, es gibt keinen saftigeren Markt wie aktuell den deutschen. Ja? Und so lebt jeder in seiner kleinen Bubble. Ja? Und letztendlich möchte ich einfach nur mal ein bisschen konkretisieren, wo denn potenziell hier die Möglichkeiten liegen, Neukunden zu gewinnen. Und das muss man mal sich vorstellen, dass der Deutsche, ja, also wenn du mit typisch deutschen Unternehmern Geschäfte machen möchtest, immer so ein bisschen schon skeptisch ist und auch ein bisschen so lieber mal eher Angst hat als wie keine Angst und soll ich sagen, auf Sicherheit sehr viel Wert legt und Risikomitigation und so weiter und so weiter. Das bedeutet, der typisch deutsche Unternehmer, der würde, wenn er jetzt die Wahl hätte zwischen einer verkrusteten Beziehung mit einem bestehenden IT-Dienstleister, Softwareentwickler, ja, wo er weiß, okay, die ist nicht so ganz optimal, ja, und einem komplett neuen Dienstleister, ja, zum Beispiel jetzt ein Kunde von mir, den ersten Auftrag zu vergeben, ja, diese ganzen administrativen, DSGVO, das ganze Paperwork, ja, die ganze Bürokratie, ja, das ist zum Beispiel einer der Punkte, die ich herausgefunden habe aus sehr vielen Entscheidergesprächen. Dann würde er immer sagen, also sagen wir mal, dann würde ich mal 7 bis 8 von 10 Entscheider würden sagen, ja, dann bleibe ich lieber bei meiner verkrusteten Beziehung mit diesem bestehenden IT-Dienstleister. Da muss ich mir nicht wieder diesen ganzen bürokratischen Scheißaufwand ans Bein binden. Ja? Selbst wenn, sagen wir mal, um 5 oder 10% vielleicht der neue Dienstleister besser wäre, auch wenn ich super neugierig auf den bin, bis ich den bei mir ongeboardet habe, allein schon über diese ganzen, ja, bürokratischen Stellen da im Einkauf oder was weiß ich, oder in der Anwaltschaft, bei größeren Firmen muss dann ein Anwalt irgendwie rummachen, was weiß ich, also einen Vertrag ausformulieren und was weiß ich alles. Ja. Das heißt, das ist ja mal der eine Grund. Das heißt, der aktuelle Schmerz mit dem bestehenden Dienstleister, und viele große Firmen haben halt schon irgendwelche Dienstleister, der muss um Vielfaches größer sein, dass er sozusagen den Weg geht, hier einen neuen Dienstleister onzuboarden. Ja? Nicht nur ein bisschen, sondern um einiges größer, bei, ich würde mal sagen, 7 bis 8 von 10 Entscheidern. Ja? Dann hast du 2 bis 3 Entscheider, die sind dann mehr oder weniger schmerzfrei, die versuchen immer wieder gerne irgendwie einen neuen Dienstleister und so weiter, alles kein Problem. Ja? Dann stellt sich gleich die zweite Frage, okay, mit welcher Art von Projekt, mal angenommen, du hast jetzt eine von diesen 7 Entscheidern, die eben einen sehr, sehr starken Schmerzpunkt haben und gewillt sind, mit dir mal was auszuprobieren, oder du hast diese 2, 3, die sowieso gerne immer mal was ausprobieren. Du hast jetzt jemanden, der will mit dir zusammenarbeiten, jetzt musst du dir überlegen, okay, welche Art von Projekttyp wäre der geeignetste Projekttyp für einfach mal, dass wir mal sagen, okay, wir starten einfach mal mit einem Projekt. Ja? Und da möchte ich hier mal was an den Flipchart malen, ja? Das vielleicht gar keine so schlechte Idee ist. Und häufig, also es gibt unterschiedlichste Möglichkeiten, aber eine möchte ich hier mal andingsen hier. Eine Möglichkeit ist zum Beispiel,
relativ schnell ins Geschäft zu kommen mit einem potenziellen Neukunden, mit dem du vorher nie was zu tun hattest, ist das Thema der API, Add-on, Schnittstellen etc. pp. Warum? Weil es sind kleine Sachen, die nach außen vergeben werden können, auch relativ leicht, ja, weil sie eben meistens zwischen zwei oder mehreren festen Systemen hängen, diese Themen, ja. Und von daher ist es letztendlich so, vom Aufwand, jemanden onzuboarden oder erstmal hier ein Jahr lang einzulernen, dass er überhaupt irgendwie Mehrwert bieten kann, einen externen Dienstleister oder Freelancer, eben nicht so stark. Ja? Also, du kannst da zum Beispiel dann auch selber dein eigenes Produkt draus dann bauen, ja? Ein eigenes Add-on zum ganz bestimmten Markt, irgendeine ganz bestimmte Standardsoftware, und du baust ein eigenes Add-on, und das ist sozusagen dein standardisiertes Add-on, das du dann beliebig skalieren und verkaufen kannst, zum Beispiel auch. Also hier mal ein blödes Beispiel. Ein banales Beispiel. Ja, das habe ich hier schon mal, aufgemalt. Bei einer meiner vorigen Lektionen muss ich sie nochmal aufmalen. Du hast hier tatsächlich zwei proprietäre Systeme. Sagen wir mal, das hier ist jetzt Microsoft. Kürze ich mal ab mit MS. Und das hier ist, sagen wir mal, SAP. Jetzt kann es sein, dass sich hier eine Schnittmenge ergibt aus, sagen wir mal, wo sich diese zwei Systeme einen gewissen Datensatz teilen müssen. Ja? Aus dem dann heraus zum Beispiel Dashboards gebildet werden sollen. Ja, wo eventuell dann nochmal hier, im Maschinenbau ist es häufig so, hier nochmal ein drittes System ist, ja, sagen wir mal, hier nochmal ein drittes System, sagen wir mal, das ist nochmal irgendwie eine Maschine von Siemens oder irgendwie sowas. Es kann beliebig komplex sein. Und hier soll ein Dashboard gebaut werden, das mir hier Daten liefert, so liefert, dass ich gewisse Entscheidungen, unternehmerische Entscheidungen fällen kann. Es kann sein, dass ich diese Entscheidungen fällen muss als Produktionsleiter. Das kann eine Fachschaft sein, ein potenzieller Ansprechpartner für mich. Ja? Also ein PL, Produktionsleiter, das kann ein CFO sein, ja? Ein Controller. Also unterschiedliches, kann Materialwirtschaftsleiter kann das sein, ML. Ja, und so weiter und so fort. Ja, zusätzlich zur IT-Leitung sind das dann häufig in diesen Szenarien dann auch meine ersten Ansprechpartner oder zweiten, die dann auch mit in diesen Calls dann mit dabei sind. Okay, und hier kann ich mich jetzt als externen Dienstleister vielleicht positionieren, eventuell, und sagen, okay, also ich habe Ahnung von Microsoft mehr oder weniger, ich habe Ahnung von SAP mehr oder weniger, aber ich habe halt auch Ahnung von individuellen Schnittstellen bauen, Add-ons und dergleichen, ja. Und das macht mich auch gleichzeitig hier, gibt mir so ein bisschen so ein USP, das haben wir ja hier besprochen. Zum Beispiel in einem meiner vorigen Videos, Lektionen, schaut bitte das an auf meinem YouTube-Kanal, unbedingt anschauen, ja. Habe ich heute erst aufgenommen, E-Mail-Marketing, und was macht E-Mail-Marketing erfolgreich, ist die Positionierung. Das ist das Allerwichtigste, wenn du E-Mail-Marketing dazu verwendest, Neukunden zu gewinnen, also das heißt, ganz am Anfang stehst mit dem Ganzen. Ja, darüber geht es ja hauptsächlich auf meinem Kanal. Du kannst natürlich E-Mail-Marketing auch für die Bestandskunden oder sonst was benutzen, ja, oder Affiliates oder was weiß ich. Aber wir gehen hier hauptsächlich um Neukundengewinnung, das heißt, die kenne ich noch nicht, die wissen noch nicht, wer du bist, ja, wer bist du, was tust du und so weiter. Warum bist du einzigartig? Ja, warum bist du einzigartig als in deiner Softwarebude, IT-Entwickler und so weiter? Wenn du das nicht bist, musst du dir Gedanken darüber machen, wie du einzigartig wirst. Denn wenn du letztendlich, und davon unabhängig, ob du jetzt höchst individuelle Software produzierst oder Commodity machst, ja, also Standardentwickler verkaufst und so weiter, das hat damit gar nichts zu tun. Ja, du kannst dir einen super geilen USP aufbauen und trotzdem Commodity, standardisierte Softwareentwickler, raushauen ohne Ende. Ja? Also du kannst auch eine standardisierte und skalierbare, irgendwie, wie schon eben gesagt, ein bestimmtes Add-on oder irgendwas bauen, das nur du besitzt, da hast dein Talent, dein Patent drauf,
ja, und so weiter. Also es ist halt damit nichts zu tun. Also du kannst eine skalierbare Dienstleistung oder Softwareprodukt haben, ja, und trotzdem genau, also hier Einzigartigkeit, ganz, ganz wichtig, kannst du zum Beispiel da eine Möglichkeit, hier, dass du sagst, okay, ich habe von unterschiedlichen Systemen Ahnung, ja, das wäre jetzt zum Beispiel hier irgendwie eine Schnittstelle auf der Basis von Java, ja, also die Java-Programmiersprache kann das sein. Zum Beispiel, ja, und dann verkaufst du es eben so, dass du sagst, okay, das hier ist völlig unabhängig, ja, von diesen beiden Herstellern und da kannst du sozusagen hier Daten damit abspeichern auf einer unabhängigen Datenbank. Die Datenbank muss dann unbedingt auch nicht in der Cloud sein, wenn es zum Beispiel irgendwelche sensiblen Daten sind für irgendwelche sensiblen Branchen, Nischen, was weiß ich, Elektroindustrie ist häufig so, dass sie jetzt auch aktuell sehr viel machen für sogenannte kritische Infrastruktur, ja, wo alles auch digitalisiert und elektronisiert wird und so weiter. Hatte ich auch da schon mal ein Video dazu gemacht. Einfach mal auf meinem YouTube-Kanal mal rumschauen, ein bisschen rumsuchen. Ja. Ich versuche es hier irgendwo einzublenden. Und dass sie sagen, okay, ja, wie können wir jetzt hier in Deutschland weiterhin ja, also mal auch unseren USP aufbauen, unsere Einzigartigkeit, indem wir einfach unsere ganzen, sagen wir mal, die ganzen Maschinen, die wir hier bauen, immer die Nummer 1 waren und so weiter, jetzt aber alle überall kopiert werden und auch andere kritische Infrastruktur, also alles, was mit Energiespeicherung, Energieproduktion und so weiter zu tun hat, ja, wo mittlerweile auch irgendwie die ganze Welt besser kann wie wir, ja, wie können wir da aufrüsten? Ja, wir digitalisieren da einfach weiter, wir Innovationen bauen wir da rein, also zum Beispiel hier Smart Home oder solche Sachen, haben wir mit einer großen Firma gesprochen, erst letztens wieder, ja, die da sehr, sehr stark rein investieren in Apps, die sie da entwickeln und so weiter. Ne? Einfach um mit Hilfe von Software ja, in der Bauindustrie, die eigentlich sehr, sehr physisch ist, ja, aber hier auch da voll durchzudigitalisieren und dadurch eben Ersparnisse im CO2-Ausstoß eben zu erreichen und so weiter. Und das ist alles basierend auf hochinnovativer Software, die letztendlich individuell auf Java und ähnlichen Sprachen, letztendlich die ursprünglich auf Open Source beruhen, PHP und solche und JavaScript und so weiter, weil wir eben nicht wollen, dass das Ganze irgendwo in irgendeiner bestimmten Cloud von irgendeinem bestimmten Tech-Giganten, ja, quasi dort Framework-abhängig halt irgendwo da drinnen ist. Ja? Also die wollen es einfach unabhängig sozusagen. Ja? Also auf hundertprozentige Nummer sicher gehen. Ja? Manche haben dann auch noch ihre eigenen Serverfarmen und so weiter, die dann auch in Deutschland sind und so weiter. Also das ist nur ein Beispiel. Okay? Also cool, dann freue mich, wenn es irgendwie weitergebracht hat, irgendwie eine Idee gebracht hat, dann bin ich für heute raus und wir sehen uns im nächsten Video, nächsten Sonntag wieder mit dabei sein, wenn es wieder heißt, dein Thomas Klein. Bye-bye. Ciao.